Hi Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Mond. Wir sind weiterhin in der Nacht unterwegs, was für mich bedeutet, also in meiner Nacht, was ja hier bedeutet Tag, aber was für mich bedeutet, ich muss weiterhin leise sein. Es tut mir so leid, es wird der letzte Part sein, den ich heute Nacht aufnehmen werde, weil ich morgen wieder normal reden möchte und mich nicht zurückhalten will. Was für mich ja auch unangenehm ist und für euch ja auch nicht so super, aber ich will unbedingt diese Inseln, die sie heute noch schaffen. Und ich weiß nicht, was uns da hinten in dem Ether Foundation Kram noch so erwartet. Was wir auf jeden Fall noch machen sollten, das habe ich schon wieder fast vergessen, weil ich jetzt gerade so 20 Minuten Pause gemacht habe, ist, dass wir den Typen hier nochmal herausfordern können, der ja gegen uns kämpfen wollte, sobald wir alle Trainer in diesem Tunnel hier besiegt haben. Und das werden wir jetzt tun. Nachdem wir 25 Zubats und Diktas ausgewichen sind wahrscheinlich. Ah, ich bin Zubat und ich nerv dich. Hallo Zubat. Hau ab. So, auch wenn es nur ein kurzes Stück ist, wir werden den Schutz aktivieren. Weil Zubat nervig ist. So. Okay. Du wolltest gegen uns kämpfen. Du siehst aus wie ein Kampftrainer. Wie es scheint, konntest du alle Trainer hier besiegen. Du bist jetzt in der Lage, Z zu meistern. Dann sollten wir uns miteinander messen und herausfinden, wer mehr Z in sich hat. Dann kommen wir zum Z-Vergleich. Eine Antwort, die mir gefällt. Mein Set ist aber nicht zu unterschätzen. Ein Set-Duell, hier und jetzt. Yo. Darauf habe ich gewartet. Schwarzgurt Regi. Du hast nur ein einziges Pokémon, was wahrscheinlich ein Kampf-Pokémon sein wird. Z-Fähigkeiten besitzt. Leider haben wir gegen Kampf nach wie vor nichts in der Hand. Ich kann mir vorstellen, dass unser neues Pflanzen-Pokémon vielleicht Akrobatik lernen könnte und dass sein physischer Angriff echt geil geworden ist mit der Entwicklung. Ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht? Oh, wir sind schneller. Das ist gut. Verwirr ihn bitte. Verwirr ihn bitte. Scheiße. Scheiße. Ich glaube, das war's mit Grabox. Fulminante Faustschläge. Das haben wir selber schon sehr häufig gesehen. Aber leider sind Grabox Verteidigungswerte einfach vollkommen für den Arsch. Und damit war es das auch schon wieder mit ihm. So, Wuffels, ich bin mir mittlerweile relativ sicher. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Also sich entweder auf Level 27 entwickelt oder tatsächlich nur bei Nacht. Wir können nur Feuerzahlen einsetzen. Alles andere ist Bullshit. Verbrenn es. Verbrenn es. Okay, der Schreck ist zurück. Das ist beides super. Verbrenn es. Verbrenn es jetzt. Yes! Boah, du bist geil. No. Okay, also das heißt, wenn wir jetzt nicht angreifen können, ist auch Mizunda am Arsch. Wenn wir nochmal treffen könnten, wer ist tot? Aber das wird nicht passieren. Ich will nicht schon wieder auf unseren Pflanzen-Over-Pro-Profi-Fribby zurückgreifen müssen. Hariyama war bislang unfassbar lahm. Das heißt, Wuffels müsste schneller sein. Problem ist, alle unsere Attacken sind nicht effektiv. Ein Felsgrab könnte reichen. Aber unser Angriff ist doch scheiße. Nee, reicht natürlich nicht. Aber seine Initiative sinkt, das bringt uns gar nichts. Wir sind auch tot. Wir müssen wieder auf unseren... Wir müssen nicht auf unser OP-Pokémon zurückgreifen. Wuffels! Alter, wie oft du uns den Arsch rettest! Und deine Entwicklung sieht auch noch geil aus! Okay, puh. Dein Z ist sehr beeindruckend. Du bist ein wahrer Z-Meister. Als Anerkennung deines Zs gebe ich dir das hier. Wow, hat viel mit Z zu tun. Top Beleber. Es gibt noch andere Trainer, die über Z verfügen. Wenn du dein Z weiter ausbauen willst, dann solltest du sie aufsuchen. Okay, der erste hat nur die rote Karte, weil man bis dahin Z-Attacken wahrscheinlich zu overpowered gewesen wäre, wenn er die schon eingesetzt könnte. Alle anderen Trainer daraufhin, die auf den Routen quasi erst gegen uns kämpfen, nachdem wir alle anderen besiegt haben, setzen dann ab jetzt wahrscheinlich immer Z-Attacken ein. Gut zu wissen.
Also das sind immer besonders starke Herausforderungen. Das ist etwas, was ich als großen Kritikpunkt der sechsten Generation angesehen habe. Das sind nur im normalen Durchspiel vielleicht 3 oder 4 Trainer über Mega-Entwicklung verfügt haben und man Mega-Entwicklung quasi nur in Online-Kämpfen wirklich ja, zum Einsatz gefunden bekommen haben möchte tun. Was ich immer sehr schade fand. Das ist hier natürlich anders mit den Z-Attacken. Die werden relativ häufig eingebaut, diese optionalen Trainer. Was eine sehr, sehr coole Sache ist. Also wenn man Z-Attacken nicht mag, dann muss man diese Trainer nicht herausfordern. Und man muss sie nicht einsetzen. Wenn man sie mag, dann kann man diese Trainer halt optional herausfordern, was halt eine zusätzliche Challenge ist dann. Das finde ich sehr gut. Ich mag diese Pokémon-Generation allgemein. Wenn das EP-System wirklich nicht beschissen ist, was ich immer noch nicht genau weiß, dann ist diese Edition einfach der Oberhammer. Also der einzige Kritikpunkt, die ich bislang hatte, wirklich... Ja, dieses EP-System, was wir bislang nur auf einem Schild gelesen haben und mir sonst gar nicht so krass aufgefallen ist. Was wollte ich nachgucken? Das wollte ich gar nicht gucken. Ich wollte in den Pokédex. Wir haben ja heute ein bisschen Zeit. Ich möchte heute gar nicht so viel machen in dem Part. Ich bekomme hier noch ein cooles Pokémon, was Stärke oder Wasser zertrümmerer kann, sodass wir dann noch auf Millimilli ein bisschen Backtracking machen können. Das wäre sehr hilfreich. Was wollte ich nachgucken? Ja, dich wollte ich vielleicht ins Team nehmen, damit wir ein Wassergift-Pokémon haben, aber du siehst eigentlich nicht so geil aus, aber deine Entwicklung könnte ganz cool werden und vielversprechend. Ja, ich wollte Folgendes nachgucken. Und... Wo ist es denn? Da tatsächlich ist Wolverock die Weiterentwicklung von Wuffelt. Man kann es in der freien Wildbahn fangen. Auf der Insel 4 kann man die Weiterentwicklung von Wuffelt sogar in der freien Wildbahn fangen. Das ist eine interessante Sache, aber... Das interessiert uns momentan nicht so, denn wir wollen eigentlich nur einen Wuffels haben. Denn wir haben ja schon, also wir haben ja schon Wuffels. Das muss sich hier einfach nur entwickeln. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass wie ich wirklich wie ein Werwolf aussieht, vor allem mit den roten Augen und so, dass das Ding sich einfach bei Nacht entwickeln muss und wir dummerweise wahrscheinlich das Level Cap, was man dafür braucht, wahrscheinlich direkt in dem Moment erreicht haben, in dem es Tag geworden ist. Denn sie hatte schon eins auf Level 27. Bislang sind die Trainer nicht so wirklich cheatermäßig dabei gewesen, dass sie Pokémon hatten, die sie ja noch nicht haben durften auf dem Levelbereich. Naja, schauen wir uns hier erstmal um. Ich bin auf der Suche nach Spaß. Vielleicht sollte ich doch eine Inselwanderschaft machen. Das war ein unvergessliches Erlebnis. Oder man braucht ein Item dafür, ein Finsterstein. Also das könnte ich mir auch vorstellen. Und die konnten wir bislang noch nicht erlangen. Das ist Schuberts erster Urlaub in 3 Jahren. Er möchte sein Dasein als Star für eine Weile entkommen und einfach ein ganz normales Pikachu sein. Ach du Scheiße. Pikachu! Du bist Schuberts. Und kannst du dieses Luxusrestaurant hier leisten, dieses Luxushotel? Ja. In Alola haben sich Menschen aus aller Welt niedergelassen, weshalb man hier auch ganz viele verschiedene Baustile vorfindet. Ja, das habe ich bereits festgestellt. Ist dieses Pilipper ein wildes Pilipper oder gehört es zu jemandem im Hotel? Das musst du mich nicht fragen. Ich will auch meinen Schnabel von Pilipper rumgetragen werden. Boah, da fliegt ein Pilipper. Ja, das habe ich gesehen. Ich bin auch nicht blind. Oh. Na, du schon wieder. Hier erstmal die Zigarrenzelle mitnehmen. Los, Bisberg, wir machen jetzt mal den Strand sauber und nebenbei greifen wir noch die im Sand versteckten Items ab. Danke für den Tipp. Lass mich durch. Okay, du belästigst uns auf jeden Fall nicht mehr damit, dass du hier irgendwas blockierst. Hier gibt es wahrscheinlich eine ganze Menge Perlen und so. Ich bin ein Wassermann. Nein, nicht vom Sternzeichen, sondern weil ich das Meer so mag. Bei den Badegästen hier handelt es sich übrigens durchweg um kampflustige Trainer. Nimm dich also lieber in Acht. Wahrscheinlich wieder viele Wasser-Pokémon-Trainer und... Das wäre natürlich wieder was für unser Pflanzen-Pokémon, aber das ist jetzt schon so overlevelt. Im Vergleich zu den anderen zumindest. Okay, geheilt sind wir, das ist gut, ich muss nicht mehr heilen. Dass ich hier so gepflegt faulenzen kann, verdanke ich meinem Nebenjob. Wenn du auch nach einem entspannten Job suchst, kann ich dir das Goofer-Schleudern am Strand empfehlen.
Alter, wollt ihr mich verarschen? Ihr wirft die Gufa einfach immer rum. Gufa sollten wir ja auch noch für jemanden fangen hier in dieser Region. Ich erinnere mich, wir sollten Gufa fangen. Wir sollten dieses komische pinke Bärviech fangen. Was bist du? Und wir sollten... Ein Stern, du, einfach mal so. Ich weiß nicht, ob du selten hier auftauchst, deswegen versuche ich dich einfach mal zu fangen. Und wir sollten dieses komische Affenviech fangen. Wie gesagt, das werde ich alles nachher machen, beziehungsweise nach diesem Part höchstwahrscheinlich. Sobald wir diese Insel abgeschlossen haben und ich mich frei bewegen kann. Und wenn ich dann irgendwas finden sollte an Items oder ausgelassenen Trainern oder ausgelassenen Zigadezellen, dann werde ich das so... Bitte nicht, 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 bitte nicht. Ah, danke. Forever Lone Star, Stern du mal wieder. Sehr gut. Tauchbälle sind da immer perfekt für diese Wasser-Pokémon. Und bei dem roten Bereich sollte der auf jeden Fall drin bleiben. Ich habe schon Ewigkeiten keinen Shiny mehr gefunden. Haben wir schon zwei. Es ist das erste Mal, dass ich in einem Pokémon-Spiel zwei Shinies finde, ohne gezielt danach zu suchen. Das ist unfassbar. Und das beides innerhalb von anderthalb Stunden Spielzeit. Und in derselben Höhle, verdammt nochmal. Direkt nebenan da. Da komme ich immer nicht drauf klar. Ich habe mittlerweile schon 20% des Pokédexes gefangen. Und das, obwohl ich noch nicht mal in der zweiten Insel auf Pokémon-Jagd gegangen bin. Nein, du sollst hier bleiben. Und geh in die Box. Ja. Ich komme immer nicht drauf klar, dass man die ins Team nehmen kann. Oh, das ist hinterlassen. Sternstaub. Passt ja. Sternstück hätte genauso gepasst. Glänzender Schweiß, glitschiger Schleim, das macht das den Hanno-Hanno-Strand aus. Hey, wir suchen dringend nach neuen Gufa-Schleuderer. Hast du vielleicht Interesse an einem Nebenjob? Ja. Ich bin Rettungsschwimmer aus Hanno-Hanno-Strand und damit verantwortlich für das Wohlergehen unserer Gäste. Die Sache ist die, wir haben hier ein kleines Gufa-Problem. Ich weiß zwar nicht warum, aber sie werden in Scharen an Strandgang gespült. Doch, wir können sie da nicht einfach liegen lassen. Nicht nur, dass die Gufa austrocknen würden, Badegäste könnten aus Versehen auf sie drauftreten und sich wehtun. Okay, sind quasi wirklich Seeigel. Es muss sie also irgendjemand wieder zurück ins Meer schleudern, ganz einfach. Ich erkläre dir mal in Stichpunkten, wie diese Arbeit vonstatten geht, okay? Erstens ein Gufa fangen, zweitens das Gufa ins Meer schleudern. Schritt 3, mit mir Bescheid geben, wenn du alle Gufa zurück ins Meer geschleudert hast. Also, was meinst du? Möchtest du jetzt Gufa-Schleuderer ein bisschen was dazu verdienen? Aber warum nicht? Dann mach dir mal daran, alle Gufa wieder zurück ins Meer zurück zu befördern. Die Zuhause zummeln sich hier momentan 6 Gufa. Ich muss aber noch einen Gufa fangen. Geht das auch? Also richtig fangen. Nicht so fangen, wie du jetzt meinst. Dann komme ich da irgendwie hinter. Hier ist ein Item, das habe ich doch gesehen. Also das hat Bisbark doch gesehen. Eine Perle, okay. Hier, das ist für dich. Sprudel, danke. Wir sind eh die Tränke ausgegangen. Mit uns am Strand sollte man dafür sorgen, dass man immer gut hydratisiert ist. Hydriert ist, wie auch immer. Gufa! Noch ein Gufa! Noch eine Perle. Okay, Money kriegen wir hier auf jeden Fall ein bisschen zusammen. Sollte ich auch mal verkaufen, den ganzen Kram. Okay, Gufa Nummer 3. Gufa Nummer 4. Hier oben geht es noch weiter. Ja, da ist Gufa Nummer 5. Das hat hier im Wasser nochmal ablaufen. Da habe ich nicht so oft reingeguckt. Und jetzt wieder die Spitze vom Schirm. Ne, hier ist keins mehr. Dann wird es da oben irgendwo sein.
Tipps für Trainer. TMs kannst du so oft einsetzen, wie du willst. Bringst dann ein paar Pokémon einer TM-Attacke unterschiedlichen Typs bei, haltet sich gegenüber verschiedenen Pokémon im Kampf einen Vorteil. Ja? Erstmal Gufa Nummer 6 zurück. Dann mal gucken, was hier noch so im Strand versteckt ist. Gibt es hier noch was Cooleres aus der Sterndu? Nö. Ich glaube, Sterndu ist schneller als Krabox, oder? Obwohl, nee, vorhin war das so underlevelt. Ja, sagte ich. Und jetzt haben wir ein Level 23er Sterndu vor uns. Wir sind trotzdem entkommen, okay. Ich möchte wissen, was hier so rumliegt. Noch ein Sterndu. Ich hoffe irgendwie darauf, dass es hier einen Rufer mal gibt. Weil das müssen wir für den Pokédex eh fangen. Und ich muss ja jedes Mal wieder ein Haus betreten und wieder neu rausgehen, damit die Viecher hier im Sand respawnen. What the fuck war das? Ich hab nicht hingeguckt, was für eine Attacke das Viech eingesetzt hat, aber ist egal. Na, hier gibt's scheinbar nur Sterndus. Naja. Das weiß man immerhin, wo es das gibt. 24 sogar. Leck mich am Arsch. Ach, Tarnung war das, okay. Ist Tarnung nicht so, je nachdem, wo man das einsetzt, bekommt das Pokémon einen anderen Typen? Also, das müsste eine neue Attacke sein, aber wird für mich Sinn machen, wenn wir hier am Strand Tarnung einsetzen, ist dann zum Typ Boden wird. Wenn man sie zum Beispiel im Wasser einsetzen würde, wird es wahrscheinlich zum Typ Wasser werden, im Wald irgendwie zu Typ Pflanze und im Vulkan vielleicht zu Typ Feuer. Naja, ich habe alle Goofers beseitigt. Aber du bist fertig, du hast alle Goofers am Strand wieder zurück ins Meer befördert und damit ist der Strand wieder sicher und die Goofers sind wahrscheinlich auch. Ein gutes Gefühl, wirklich gut gemacht. Du hast echt das Händchen für Goofer schleudern. Hier ist dein Lohn. 20.000! Wow! Goofer gehören definitiv zu den bekanntesten Pokémon hier in Alola. Ein Jammer, dass manche Touristen aus anderen Regionen sie einfach nicht zu schätzen wissen. Man muss dazu sagen, wir können sie so oft ins Meer zurückstellen, wie wir wollen. Am nächsten Tag sind sie trotzdem wieder da. Wenn langweilig ist, kannst du also jederzeit wieder vorbeikommen. Ich habe immer Arbeit für dich. Okay, kann man sich jeden Tag 20.000 Poké-Dollar verdienen? Auf jeden Fall eine Möglichkeit, um Geld zu holen. Ich denke immer, es gibt irgendwas Besonderes hier, wenn ich hier langlaufe und er dann plötzlich zwinkert. Oh, es gibt auch Wasser-Pokémon, die auf einen zuschwimmen und einen angreifen. Das gibt es nicht nur im Sand und in Höhlen. Und das sind dann meistens Tentara wahrscheinlich. Sieht aber cool aus, wie das Wasser so im Hintergrund schimmert und glänzt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich sollte mal ein bisschen öfter auf die Kampfumgebung achten. Eine Triperle. Gibt es vielleicht später auch einen Wasserdetektor, dass man so ein Pokémon in halt auch sowas wie Bissbark fürs Wasser hat? Wenn es auch einen Zertürmerer fürs Wasser gibt, dann wird es auch bestimmt auch einen Detektor fürs Wasser geben. Dann darf ich alle Wasserrouten nochmal absuchen. Toll. Okay, diese Viecher sind nervig. Diese Tintara. Aber ich schwimme hier einmal ab. Wieder mal den Rand, um zu gucken, ob es da irgendwas Interessantes gibt. Aber ihr seht schon selber, dass wilde Pokémon im Wasser extrem selten geworden sind. Sagte er und wird genau in dem Moment angegriffen. Von einem Wingull. Bloß nicht wieder Wingull, der damit so komplett das Team zerfetzt. Aber unser Pflanzen-Pokémon kriegt jetzt mittlerweile nicht mehr so schnell down. Und wenn ich bis nachts warte und dann unser Impuffel jetzt noch entwickle, dann sollte das hier alles machbar sein. Ja, das war so klar. Hier muss schon wieder eigentlich unser Pflanzen-Pokémon ran, aber das ist schon so overlevelt. Schwimmer Ozzy. Oh, Garados, fuck. Eigentlich muss hier Wuffels ran, aber ich will kein Level-Up mehr haben, weil ich Angst habe, dass ich Attacken verpasse. Tja, dein Bedroher bringt dir nichts. Aber mir bringt es nichts, gegen dich jetzt zu kämpfen. Beziehungsweise das letzte Garados, gegen das wir gekämpft haben, konnte weder Wasser noch Flugattacken. Wenn das hier genauso sein sollte, sollten wir eigentlich zu Flobby wechseln können.
vor allem jetzt, wo wir den Angriffswert so krass gesteigert haben und Stampfer können. Ist das wesentlich sinnvoller. Beim letzten Mal konnten wir einfach kein Damage machen, wo unser Angriffswert so scheiße war. Mittlerweile sieht das besser aus. Er ist nach wie vor keine Flugattacke. Das ist ein Problem, Garados. Aber ich glaube, Garados konnte noch nie wirklich gute Flugattacken, oder? Also wir sowieso immer Hyperstrahl und Hydropumpe und Kram eingesetzt. Aber eine Flugattacke von dem Garados, obwohl es die Flug hat, habe ich eigentlich noch nie gesehen. Das hat ja auch keine Flüge. Ich habe noch nicht verstanden, warum das die Flug ist. Aber egal. Jetzt gibt mir das Item, was ich nehmen wollte. Ein Tauchball. Wow, hat sich gelohnt. So, ich schwimme trotzdem erstmal weiter den Rand ab. Ja, hier schützt quasi alle Items, oder was? Gegengift. Ich kämpfe gleich gegen euch. Ich muss nur einmal den Rand abgeschwommen haben, um zu wissen, dass ich nichts verpasse. Und jetzt kann ich mittig und euch mitnehmen. Und dann sollten wir eigentlich alles, bis auf das Hauptgebäude da vorne, bis auf das Hotel, von dem zweiten Island mitgenommen haben. Ufa! Oh, das ist ja so süß. Ich mag Ufa. Okay, wir werden jetzt wahrscheinlich sterben gegen Ufa, aber ich mag Ufa. Okay, Ufa hat verdammt krasse Verteidigungswerte. Verteidigung steigt scheiße. Na egal, fulminante Faustschläge, drauf geht's. Sollte nicht reichen für Gufa. Vor allem, weil seine Verteidigung gestiegen ist, aber auch ohne nicht. Vielleicht können wir ihn also zwei Drittel insgesamt abziehen. Naja, nicht mehr ganz. Konter! Ach du Scheiße. Okay. Ich glaube, Rufus ist wirklich ein sehr defensives Pokémon. Ich weiß, es ist dumm, jetzt Mizunda einzusetzen, aber... ich will, wie gesagt, bei Wuffels jetzt nichts falsch machen. Konter haut natürlich echt rein. Ich will bei Wuffi jetzt nichts falsch machen und ja, unser Pflanzen-Pokémon ist hier eh schon OP. Bodyguard kommt jetzt. Ich glaube, davon wird das gegnerische Typ vor Statusproblem geschützt. Aber ist eigentlich egal. So ein Blutsauger zieht hier 80 ab. Das ist ja so krass. Also nicht zieht 80 ab, sondern hat eine 80er Stärke. Das sollte sogar stärker sein aktuell als bis halt, weil wir noch kein Unikteam sind. Magenkrempler. Auch heißt das, wenn wir den essen, oder halt Teile von ihm essen in diesem Fall, dann bekommen wir Damage. Also, was heißt essen? Das ist schon hier, ne? Wenn wir Leben von ihm abziehen, durch Lebensabziehen, Attacken wie zum Beispiel auch Absorber oder Megasauger oder so ein Kram. Komische Fähigkeit. Ufa könnte so ein neues Potrot sein. Ich weiß nicht, ob es eine Weiterentwicklung hat. Okay, dann du noch. Und da oben war, glaube ich, noch ein Trainer und die Insel ebenfalls. Wie gesagt, diesen Part noch ein bisschen ruhiger von mir und ab dem nächsten Nami. Ist das eine Anspielung? Ja, Flabby, dann bekommst du halt wieder deinen Einsatz von mir aus. Truppenkick, weg damit. Hat aber keine orangenen Haare, die gute Nami. Wie gesagt, diesen Part noch ein bisschen ruhiger, noch, weil jetzt halt mitten in der Nacht ist. Wir haben gleich Mitternacht und das ist die Nacht von Donnerstag auf Freitag. Also ist jetzt noch nicht mal Wochenende oder so. Da bin ich dann auch gerne mal etwas lauter, aber von Donnerstag auf Freitag. Na, halte ich mich ein bisschen zurück. Aber ich kann es gerade nicht sein lassen. Vor allem wollte ich die Insel abschließen. Okay, dann warst du sogar noch da. Und ich glaube, nördlich von der Insel war da noch einer oder nicht? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich erfahren. Auf der Insel wird wahrscheinlich wieder ein Item rumgammeln.
Irgendwas, was keiner braucht? Wingull. Unser Wingull-Problem. Ja, etwas für Wuffels, aber ihr wisst ja. Aber wir haben ja Stampfer mittlerweile. Das hat ja auch bei Garados geholfen. Damit sieht auch Wingull jetzt keine Probleme mehr. Boah, du hast dich echt gemacht, Frubby. Du hast dich echt gemacht, damit deine ersten beiden Entwicklungen überhaupt keinen Damage verursacht haben. Ich weiß halt echt nicht. Bei der Entwicklung ist der Angriffswert so in die Höhe geschossen. Das ist ja echt krass. Das freut mich eigentlich ziemlich. Naja. Also du bist auf jeden Fall nicht mehr aussortiert aus dem Team. Und Wuffelt sie eigentlich auch nicht mehr. Und unser Feuerstarter sollte auch drin bleiben. Die Frage ist halt, bleibt Krabox? Schattenglas. Wird das nicht Attacken von Typ Unlicht? So, du noch, dann müssten wir alle mitgenommen haben. Also, Becker. Mit dem Anton. Also, Frubby, hau auch den mal weg. Mit deinem Tropenkick. Weiß nicht, ist das eine exklusive Attacke für sie? Ja, wahrscheinlich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine neue Attacke dieser Generation. Die habe ich vorher noch nie gesehen. Und sieht halt auch echt cool aus. Und passt halt auch perfekt zu ihr. Ah, da war tatsächlich noch einer. Also perfekt, um Elektro und, Pflanzen-Pokémon hier zu trainieren. Hauptsächlich Elektro. Schmerbe war das Einzige, was Elektro-Pokémon Probleme gemacht hat. Dafür gab es halt Wingulls und eben auch Garados. Was? Fischwarm von Wissardin wirkt? What the fuck? Alter, da will ich rumbrüllen. Hä? Jedes Lussardin kann sich in so ein Viech entwickeln? Ich muss mir echt gleich mal eins fangen und mir die Fähigkeit durchlesen. Fischwarm wirkt? Wann denn? Ist das so die Fähigkeit, die überbrückt wird, hat man ein schwaches gegnerisches Pokémon und wenn es halt nicht überbrückt werden kann, dann hat man halt ein starkes Lussardin. Quasi wie so eine Entwicklung. Aber ab wann entwickelt es sich denn? Also kämpft es quasi. Die wilden Lussardins, die wir gefunden haben, waren ja normal. Da muss ich mir echt die Fähigkeit mal durchlesen, wenn ich das gefangen habe. Na, schauen wir erstmal hier rein. Da sollen wir ja hin. Wenn der J-Page vortreffliche Arbeit leistet, wird er irgendwann zum Hotel Captain befördert. Der Hotelpage ist die erste Person, die ein Gast in einem Hotel begegnet. Das ist der erste Eindruck, der entscheidet. Bei Pokémon-Kämpfen ist es ähnlich. Das erste Pokémon im Kampf ist das erste und die erste Attacke, die es einsetzt, ist sehr wichtig. Mein Gott. Ich sollte so spät nicht mehr aufnehmen. Zumindest nicht, wenn ich morgens so früh aufgestanden bin. Einmal auf die Klinge gedrückt und schon ist der Page zur Stelle. Ich finde dieses Hotel übrigens 25.000 mal geiler als das andere. Und den anderen Typen verstehe ich schon, warum die den da hier nicht genommen haben. Hierzulande begrüßen und verabschieden wir uns mit einem kräftigen Alola und wünschen unseren Gegenüber so den Segen der Sonne und des Mondes. Oh, Alola, hier bist du geboren. Hier bin ich geboren, hier bin ich zu Hause. Willkommen, fühl dich auch wie zu Hause. Im warmen Klima von Alola fühlt sich nichts besser an als eine kühle Meeresbrise. Spürst du, wie sie dich umweht? Du also schon wieder. Da bist du ja. Meine Güte, wie unhöflich von mir. Ich sollte mich zunächst vorstellen. Mein Name ist Fabian. Ich habe dir doch neulich versprochen, dass ich dir etwas Großartiges zeigen würde, nicht? Dir etwas Großartiges... damit meinte ich das Aether-Paradies. Das Aether-Paradies ist eine künstliche Insel, errichtet inmitten des Meeres von Alola. Sie dient als Zufluchtort für alle Pokémon, ein sicherer Hafen sozusagen. Ich möchte beweisen, dass ich als ein Erwachsener bin, der seine Versprechen hält. Du wirst also mit zum Aether-Paradies kommen, oder? Ja? Gut, dann folgt mir bitte. Das Aether-Paradies ist ein überwältigender Ort. Wartet, nehmt mich mit! Nanu, die Inselkönigin Myla verabschiedet euch höchstpersönlich. Ich kümmere mich um alle Terrainer auf Inselwanderschaft. Sie sind für mich wie meine Kinder. Nicht, dass ich selbst welche hätte. Hört zu, ihr beiden.
messen solltet ihr euch nur an euch selbst und vertraut den Pokémon an eurer Seite. Was ist mit dir, Professor? Ich habe noch eine Menge anderer Dinge zu tun, aber werft ihr doch für mich einen Blick auf die berühmte Technologie der Aether Foundation. Ah, genau, unser nächster Treffpunkt. Ich warte in Malir Ziergarten auf der Insel Ula Ula auf euch. Es wird Zeit, Akala hinter uns zu lassen. Aber keine Sorge, wir können ja jederzeit wieder hierher zurückkehren. Nun gut, ich bin mir sicher, die Überfahrt vergeht auf so einem Schiff wie im Flug. Und mit so einem Schiff meine ich nichts Geringes als die Fähre. Ich wollte mich eigentlich im Hotel umsehen. Aber okay, das werden wir wohl mal anders machen. Ich glaube, wir haben diese Insel abgeschlossen. Einfach unglaublich, dass so ein Haufen Eisen einfach auf dem Wasser schwimmen kann. Wusstest du, dass Pokémon dafür verantwortlich sind, Marcel? Das habe ich anders gelernt. Nee, aber wäre cool, oder? Oh. Oh Junge, bin ich auf das Esserparadies gespannt. Warum will der Professor nicht mitkommen? Ich meine, das ist doch eine einmalige Gelegenheit, auch als Professor sowas mal zu sehen, oder? Wenn er da noch nicht war. Okay, das ist die künstlich angelegte fünfte Insel, von der wir gehört haben. Esserparadies. Aber hier gibt es keine wilden Pokémon, denke ich mal, weil der Pokédex hat hierfür keine Einträge. Das Aether-Paradies. Ach du Scheiße, 75 Milliarden Menschen zum Reden. Ich glaube, ich weiß, dass wir den kompletten nächsten Part machen werden. Und auch schon Teile dieses. Da wären wir, ihr beiden. Das ist das Aether-Paradies. Hat der Typ eine Gasmaske auf da hinten? Das Aether-Paradies dient dem Schutz und dem Erhalt von Pokémon. Dafür nutzen wir die neueste Technologie. Zum Erhalt und Schutz von Pokémon erarbeiten wir im Untergeschoss an der Entwicklung neuer Pokébälle. Jedoch kann man im Aether-Paradies selbst keine Pokébälle einsetzen. Wir senden Störwellen aus, die ihre Funktion blockieren. Okay, das heißt, wir können hier keine Pokémon fangen, egal welchen wir begegnen. Schade. Fabian. Nein, nein, nein. Würdest du mich bitte mit meinem Namen nicht mit meinem Namen ansprechen? Ich habe nicht umsonst einen Titel. Jeder soll wissen, wie wichtig ich bin. Du bist mir irgendwie unsympathisch. Aber selbstverständlich, Herr Regionalleiter. Ich werde unsere Bemühungen zum Schutz der Pokémon auf Akala mit der Präsidentin besprechen. Führst du derweil diese Kinder herum und bringst sie dann zur Präsidentin, ja? Also ganz ehrlich, wenn ich nicht wüsste, wenn ich nicht mittlerweile davon überzeugt wäre, dass die Typen hier gut sind, würde ich sagen, das wäre einfach ein perfekter Typ für ein böses Team. So dämlich, wie der guckt und diese komische Brille und was weiß ich. Und dieses tollpatschige Verhalten da auch und lieber die Verbündeten vorschicken und so. Ist eigentlich so ein typisches Verhalten von so einem bösen Chef irgendwie. Aber die hingegen sieht extrem sympathisch aus, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das Team böse ist, vor allem, weil die auch überall helfen und so. Marcel Tali, herzlich willkommen. Ich bin Pia. Alola. Moment mal, du kennst unseren Namen? Unser Personal hat mir von den Ereignissen auf Akala berichtet. Zum Beispiel, dass ihr beiden uns dabei geholfen habt, Pokémon zu beschützen. Dafür möchte ich mich bei euch bedanken. Also gut, begeben wir uns zum Eingang in euren Stockwerk. Wollen wir den Aufzug nehmen? Ja, dann muss ich nicht mit so vielen Leuten reden. Vielleicht kann man sich hier gar nicht so wirklich frei bewegen. Auf geht's, aufwärts! Das erspart uns auf jeden Fall eine ganze Menge Erkundung dann. Da, den muss ich fangen. Kann ich kurz einen Pokéball holen? Und könnt ihr kurz die Störwellen ausschalten? Das ist der Eingangsbereich. An der Rezeption hier könnt ihr eure Pokémon heilen lassen. Marcel, Tali, ihr zwei seid hier auf Inselwanderschaft, um Champ zu werden. Gehe ich dann recht in der Annahme, dass ihr 11 Jahre alt seid? Das stimmt. Wahrscheinlich. Sonst ist man in den anderen Pokémon, die zu mir am 10. Geburtstag losgeschickt worden. Hier geht man wohl erst mit 11 auf Inselwanderschaft. Ja, wenn man 11 Jahre ist, kann man auf Inselwanderschaft gehen. Ich habe mal da angefangen, weil ich irgendwann mal gegen meinen Opi gewinnen will, wenn er alles gibt. Verstehe. Wenn man in eurem Alter kommt, muss man selbst entscheiden, ob man reif genug dafür ist, auf Reisen zu gehen. Schließlich ist ein Trainer für seine Pokémon so etwas wie ein Elternteil. Und mit 11 ist man natürlich reif genug.
Marcel, Tali, wir fahren weiter nach oben zur Schutzzone. Los geht's. Okay, wir können sie wohl doch frei bewegen, sonst könnten wir hier nicht unsere Pokémon heilen lassen. Warum sollten wir sie heilen lassen? Schick. Zum Schutz der Pokémon ist der Einsatz von Pokébällen im Etherparadies verboten. Das ist ja wie ein Naturschutzgebiet. Hier bieten wir den Pokémon Zuflucht, auf die es Team Sky abgesehen hat. Manche Pokémon müssen besonders beschützt werden, zum Beispiel Corazon. Sie sind bedroht, weil sie von Pokémon namens Agros Stella angegriffen werden. Ich lese auch meinen Pokédex vor. Agros Stella kriecht mit seinen 12 Beinen über den Meeresboden. Es hinterlässt oft etliche Überreste von Corazon. Das will ich im Team. Opi hat mir mal gesagt, dass es in der Natur ziemlich brutal zugehen kann. Aber kann die Ether Foundation überhaupt alle Pokémon beschützen? Eine gute Frage. Wir wollen schließlich auch nicht das natürliche Gleichgewicht zerstören. Es ist schwer zu sagen, wie weit der Mensch in die Natur eingreifen darf. Die Ether Foundation ist echt der Wahnsinn, aber eins frage ich mich schon die ganze Zeit. Warum habt ihr euch ausgerechnet in der Alola-Region niedergelassen? Wer weiß, unsere Besitzung ist schwer zu durchschauen. Man weiß nie, was in ihr vorgeht. Sie heißt übrigens Samantha und hält sich hier in der Schutzzone auf. Ihr solltet ihr auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Okay, das heißt, in der Schutzzone dürfen wir uns jetzt frei bewegen. Wollte er nicht zur Präsidentin gehen? Mogelbaum ist ein Pokémon, das sich als Baum tarnt, um sich zu schützen. Das klappt zwar nie wirklich gut, aber wäre es nicht besser, wenn es sich hier nicht wie ein Baum aus Alola tarnen würde? Ja, es wäre auf jeden Fall sinnvoll gewesen, wenn dieses Pokémon eine Alola-Form bekommen hätte, aber es ist leider zweite Gen, deswegen gibt's das nicht. Ich habe gehört, dass die Pokébox von jemandem namens Bill aus der Kanto-Region entwickelt wurden. Er soll richtig verrückter Pokémon sein. Die Pokémon in den PC-Boxen kann man auch in Hunderten von Jahren noch einsetzen. Sie sind so eine Art Zeitmaschine. Also wenn nicht gerade erst die Virtual Console-Titel von der ersten Gen veröffentlicht worden wären, hätte ich ja fast gedacht, es gibt jetzt eher ein First-Gen-Remake, weil das First-Gen-Remake jetzt hier älter ist als die vierte Gen. Wäre das ja fast sinnvoller gewesen. Und weil hier auch so viele Anspielungen auf Kanto sind, aber naja. Wenn Pokémon sich entwickeln, ändert sich ihre Gestalt. Es gibt auch Pokémon-Arten, die durch einen Formwechsel zwischen verschiedenen Gestalten und Fähigkeiten wechseln können. Die Regionalform unterscheidet sie jedoch offenbar vom Formwechsel. Ja, weil die nicht wechseln können. Viele vermuten ja, dass es sich bei Starmie an Pokémon der Kategorie Mysteriös in Wahrheit um einen Stern vom Nachthimmel handeln könnte, der einfach seine Gestalt verändert hat. Was, wenn die Pokémon uns bloß benutzen, damit wir uns um sie kümmern? Tja, das sind so Gedanken, die mir ab und zu kommen. Ich dachte, es wäre ein Shiny Corazon. Aber es ist einfach so tief unter Wasser, dass es eine andere Farbe hat. Oh, Alola Slimer. Wie die Regionalformen entstehen konnten, das lässt sich ganz leicht erklären. Wer lange genug Urlaub in der Sonne macht, holt sich irgendwann einen Sonnenbrand. Ich glaube, die Regionalformen sind auf ganz ähnliche Weise entstanden. Ja, aber gut, ein Sonnenbrand geht auch wieder weg. Ich glaube, dieser Alola-Form nicht. Außerdem kannst du den Sonnenbrand überholen, nicht nur wenn du im Urlaub bist. Oder in einer fremden Region. Oh, du siehst aus wie die Präsidentin. Meine süßen, geliebten Pokémon. Ich werde immer dafür sorgen, dass ihr sicher seid. Ich beschütze euch mit meiner Liebe. Warum wart ihr hinter Lily her? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Lily scheint sehr nett zu sein und eine gute zu sein, aber die hier auch. Nanu? Wer weiß, vielleicht greift sie auch zu radikalen Maßnahmen, um ihre Pokémon zu schützen. Und dementsprechend ist zu gut und dann manchmal auch böse. Ich weiß es nicht. Ich versuche gerade die Musik zu entziffern. Die hat sich am Anfang sehr, sehr, sehr mysteriös und sehr böse Teamanführer-like angehört. Marcel und Tali, ich heiße euch im Aether-Paradies willkommen, der Privatinsel der Aether Foundation. Es wäre natürlich ein extremer Plot-Twist. Wie gesagt, wäre dieses Grinsen am Anfang von den Mitarbeitern nicht gewesen, wäre ich wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen. Aber dieses Ding jetzt später als Hauptquartier des bösen Teams einzusetzen, wäre natürlich der absolute Oberhammer. Aber ich glaube, dafür müssen wir in der Story noch weit genug fortschreiten, vor allem was diese komischen Dimensionslöcher da im Himmel angeht. Müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen storymäßig voranschreiten, um da was in Erfahrung zu bringen.
Ich bin Samantha, die Präsidentin der Foundation. Es freut mich wirklich sehr, euch endlich kennenzulernen. Ich bin froh, dass es Menschen wie euch gibt, die auf ihrer Inselwanderschaft mehr über Pokémon erfahren wollen. Bedauerlicherweise gibt es auch schrecklich egoistische Menschen, die Pokémon ohne Rücksicht auf deren Wohlbefinden dafür einsetzen, Profit zu machen. Ich meine, Fordelis zum Beispiel war ja auch kein Böser. Der wollte ja eigentlich auch die Welt besser machen, aber halt zu sehr radikalen Maßnahmen. Vielleicht läuft es bei ihr dann ähnlich, wenn sie sieht, was Team Sky so anrichtet. Ich weiß es nicht. Aber genau deswegen bin ich ja hier. Ich schlüpfe für die Pokémon in die Rolle einer Mutter und überschütte sie mit meiner Liebe. Selbst Pokémon aus fernen Welten, fernab der Alola-Region, sind meiner Liebe würdig. Wow, Samantha. Was du alles machst, Präsidentin solch einer großen Organisation. Und das, obwohl du noch so jung bist. Nicht doch, Tali. Mir so zu schmeicheln, das verzeihe ich dir sogar. Da verzeihe ich dir sogar das Duzen. Ich bin schon über 40, musst du wissen. Ein guter Witz. Im Ernst? Jetzt sei doch nicht so schockiert. Ein guter Look kann irgendwie Wunder bewirken. Bei der Gelegenheit, Tali, dein Outfit könnte durchaus etwas peppiger sein, wenn ich das mal so anmerken darf. Wenn du möchtest, kann ich dir gerne beim Einkaufsmüll beraten. Ich weiß nicht. Dein Stil ist schon ziemlich speziell. Lilly steht da sicher total, aber neben mir? Aber mir? Meine ich natürlich. Jetzt mach dir mal keine Sorgen. Überlass das einfach mir. Kinder wären ohnehin viel zufriedener und glücklicher, wenn sie auch das hören würden, was Erwachsene ihnen sagen. Okay. Diese Erschütterung, kam es aus dem Untergeschoss? What? Du, kommst du aus einer anderen Welt? Fip, fip. Samantha, sei vorsichtig, irgendwas stimmt mit dem Ding nicht. Du arme Kreatur. So ein Pokémon habe ich noch nie gesehen. Sollen wir etwa gegen es kämpfen? Ich glaube, da hat Samantha was gegen. Also jetzt drehe ich hier gerade komplett ab. Der Part ist schon wieder längst vorbei. So eine Scheiße. Ich wollte doch jetzt Pokémon fangen. Ah, was mache ich denn jetzt? Soll ich jetzt noch ein Part aufnehmen? Es ist schon nach Mitternacht. Ich kann hier doch nicht. Dann muss ich noch ein Part lang leise sein. Scheißspiel. Nein. Alter, ich muss noch ein Part aufnehmen, es tut mir leid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.